Jetzt bleibt nur noch die Frage, wer die Ansage macht. Aber wahrscheinlich ich, ne? Das war eine gute Ansage, Julian. Ja, das ist doch gut. Nehmen wir so. Das ist gekauft. Dann fahre ich jetzt nochmal hier in die Mission rein. Die Indie-Mission, Indiana Jones-Mission. Jetzt hoffen wir, dass es besser läuft. Ich habe immer noch Hunger übrigens. Ich habe immer noch Pizza übrigens. Boah, ich liege hier schon seit über einer Woche da, Kollege. So, wir müssen jetzt das Rennen nochmal machen. Ne? Haben wir ja letzte Woche nicht geschafft. Aber jetzt haben wir den Tank aufgefüllt, die Reifen so richtig in optimalen Luftdruck. Ja, ich habe noch sogar ein bisschen Luft. Ich habe noch ein bisschen Luft rausgenommen für den extra Grip und den extra Benzinverbrauch. Ja, und ich habe ein bisschen mehr Luft reingemacht für weniger Rollwiderstand und weniger Haftung. Ja, und ich habe den Ladebildschirm etwas verkürzt, weil er nervig ist. Oh, das klingt cool. Dieses Klingeling. Das ist so bescheuert. Ihr könnt übrigens B drücken. Dann habe ich auch gerade eben erst bemerkt. Schon längst gemacht. Habe ich schon lange gemacht. Ich war damals noch 3, da habe ich das schon gemacht. Da habe ich das schon so oft gemacht. Da habe ich schon im Kindergarten habe ich schon immer auf B gedrückt. Deine Mama hat B gedrückt. Ja. Im Mutterkuchen habe ich schon auf B gedrückt. Deine Mama hat kurz vor deiner Geburt B gedrückt, aber dann haben die Ubisoft-Server geleckt. So eine Scheiße. Deswegen wurdest du dann geboren. Du bist so gemein, Julian. Sowas wollte ich gar nicht sagen. Aber vom Lecken wird man doch nicht schwanger, oder? Komm ganz drauf an, wo die Zunge vorher war. Oh. Liebe Kinder, hört nicht hin. Das, was ihr hier seht. Hallo. Das ist nicht das, was normal tun sollten. Hast du das gesehen? Ich hab's noch so ein bisschen gesehen aus dem Augenwinkel. Du bist sehr schön auf den Stein gerumst. Bei mir bin ich auf dein Dach gerumst. Echt? Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Da muss ich ja deine Folge gucken, verdammt. Oh Gott. Aber die kommt doch jetzt in einem Jahr. Nee, die kommt dieses Jahr noch raus, habe ich mich entschieden. Oh. Nee, ich habe jetzt aber echt ein bisschen aufgeholt und so. Das bringt ja aber nichts. Weißt du, Fred, das bringt ja nichts, wenn du in der Folge sagst, dass diese Folge noch dieses Jahr rauskommt. Natürlich. Weißt du, die kommt ja dann erst raus, wenn dieses Jahr ist. Verstehst du? Das ist wie wenn du jetzt ein Video machst und sagst, heute esse ich Pizza. Und sobald die Folge dann rauskommt, sagst du quasi in der Folge, dass du heute Pizza isst. Dabei meintest du gar nicht heute, sondern den Aufnahmetag. Ja, aber die Leute wissen ja, dass das nicht live ist. Also meine Zuschauer sind schlau genug, das zu wissen. nicht mich anditschen, du Arschgeweih. Typ. Arsch. Wort. Autsch. Okay, ich bleib spontan einfach mal in dem Ding stecken. Die Frage ist, weil wir haben ja offenbar so ein relativ großes Lag irgendwie schon, dass sowas immer recht spät ankommt. Ja. Wie viel groß ist dieses Lag? Weil dann wissen wir, wie viel Vorsprung wir haben müssen. Ich wäre so gerne viel weiter vorn. Ich wäre so gerne viel weiter vorn. Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein... Wow, ich wurde ganz doll gerammt. Aber ich halte hier gerade die NPCs auf, falls euch das aufmuntert. Ja, das ist super. Ich halte Julian den Rücken frei, als Zweiter. Das ist perfekt. Also ihr leistet beide richtig gute Arbeit. Jetzt muss ich das halt nur noch nach Hause fahren. Und der Druck ist zu viel für mich. Ich baue Unfälle. Dann geh besser aufs Klo, wenn der Druck zu viel für dich ist. Nein! Ich baue Unfälle, nicht Durchfälle. Ach so. Ein Unfall im Durchfall. Oh, hallo, Gegenverkehr, hallo. Herzlich willkommen hier auf dieser Rennstrecke. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses Spiel voll irgendwie das Skate 3 der Autorennspiele ist. Skate 3? Ja. Wie darf ich das verstehen? Erläutere bitte. Bei Skate 3 hast du doch... Nee, du hast ja nicht eine Anzeige, welche Knochen gebrochen sind. Das stimmt, aber Skate 3 ist doch bekannt dafür... recht interessante Situationen zu haben, in denen man stürzt, um es mal nett auszudrücken. Okay, also Kollisionsabfrage. Ja, sowas zum Beispiel. Und ja,
Ja. Das ich, ist ich kann auch Kollisionsabfrage. Ja. Bist du kollidiert? Ach Mann, du hast mir den Witz geklaut, Schramo. Entschuldigen Sie, der darf ich Sie stoßen? Aber mir fällt auch gerade extrem auf, dass sobald die Fahrphysik quasi an den Server übertragen werden muss, dass sie dann komplett eigenständige Sachen macht. Ja, ja. Also ich fahre geradeaus und das Auto lenkt plötzlich nach links. Obwohl ich geradeaus fahre. Also das erscheint mir total unschlüssig, warum sowas existieren sollte. Aber, naja, bei Ubisoft stellt man sich halt einfach keine Fragen mehr. Wobei, da könnte man wieder auf Realismus schließen und sagen, du hast einen Defekt unten da so bei deinen Rädern. Ja, oder da lag vielleicht ein Steinchen auf der Straße oder so. Das könnte durchaus sein, ja. Und wenn man sich die Bodentexturen anguckt, da sieht man ganz klar, da liegen Objekte drauf, die man als Stein... Das ist Gegenverkehr, Schrammo. Und der liegt nicht, der fährt. Oh. Da sind Hindernisse. King One läuft über den Gegenverkehr. Für mich ist alles nur Kiesel. Ja. Wer ist denn King One eigentlich? Ich bin King One. Ich dachte, deine Mutter ist King One. Die war King Zero. Das war die ist Queen Elizabeth. Oh. Echt? Deine Mutter ist so alt? Die ist sehr alt. Da gibt's doch echt so Fotos, also von der Queen, wie sie, keine Ahnung, 1902 oder sowas in irgendeinem Kino sitzt. Ja, oder das Lustige ist, eine vielleicht eventuell süße Geschichte aus meiner Jugend im Zusammenhang mit meiner tatsächlichen Mutter. Ich wusste so, als ich 13 Jahre alt war oder so, ich wusste nie genau, wie alt meine Mutter ist. Und immer, wenn das jemand wissen wollte, habe ich gesagt 37. Das habe ich jahrelang gemacht. Für mich war meine Mutter jahrelang 37. Okay. Toll. Das ist ja ganz schön also, langweilig. Und das ist eine Weile lang, ist es richtig schmeichelnd ihr gegenüber. Aber davor war es nervig. Davor war es vielleicht sogar ein bisschen beleidigend. Wer weiß, wenn die tatsächlich irgendwann mal nur 31 war und du so, ja, meine Mutter ist 37. Ja, oder als deine Mutter noch 12 war. Und da habe ich dir das noch nicht gesagt. Da war ich ja erst 9. Hast du nicht zugehört? Ich habe auch erst ab 13 gesagt. Ja. So, jetzt muss ich nur noch ins Ziel kommen. Bitte, bitte, bitte. Es zählt. Julian, yes. Ich möchte dich küssen auf allen Körperstellen. Nee. Ich habe es mir anders überlegt. Aber Highway 1 Plus habe ich bekommen. Yay. Also nochmal eine Trophäe. Nee, das, ich habe es ja vorhin gekriegt. Ich weiß, so, das ist genau das, was ich vorhin gekriegt habe. Ich schaff's noch ins Ziel. Ja. Es zählt natürlich nicht. Nee, es zählt wirklich nicht. Was ist denn los? Es liegt bestimmt nicht an Fred. Was zur Hölle ist mit diesem Drecksspiel nicht in Ordnung? Ja, so einiges. So, also bei mir ist das Rennen vorbei, wir kriegen kein Ladescreen. Ja, ich warte auch noch auf andere Spieler. Ja, dann kannst du warten, weil ich kann nicht mehr weiterfahren. Ich gucke hier so in Richtung Ozean jetzt. Ich blockiere einfach ein bisschen den Gegenverkehr. Ich stehe schön am Straßenrand. Oh Mann, ey. Oh, einen Altappen wir doch mal. Ich warte echt nur drauf, dass jemand aus der Crew rausfliegt. Ja, und sonst so. Es wird schwarz. Ladebildschirm. Nee, noch nicht. Wie krass das ist, dass direkt alle erstmal ins nächste Zimmer gehen und sich aufregen. Ja, also Oh, es wird schwarz. Cool. Oh, das ist gut. Das heißt, bald wird dann auch bei mir hier etwas weitergehen. Ach, du hattest auch schon schwarz. Nee, ich habe immer noch die Zieleinfahrtskamera quasi. Also die fährt so um das Auto rum und da steht immer noch auf andere Spieler warten rechts unten. Okay. Ah, Ubi-Schrott. Ja, und sonst so? Wie geht's euch? Jetzt kommt auch hier der Ladebildschirm, das ist schön. Also ja, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Ja. Du kommst ja quasi frisch aus Genf. Ja. Oh, ich bin Zweiter.
Und ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ich auch. Mit habe ich schon Geräusche? Ich habe Geräusche, drücken. Ja. Ich drücke auch mal. Ich kann ich weiter drücken. Oh, guck mal. Ich habe eine Rangliste. Nee, ich habe nicht Mal geschafft. Seit Tagen, dass ich eine Rangliste sehe. Ich bin Zweiter geworden. Wir sind beide Zweiter geworden. Wir haben es beide nicht geschafft. Du bist unter mir, also bist du Zweiter. Dritter. Fuck, ich habe Zweiter gesagt. Ich habe nur Schwarz, also... Du bist Erster mit 18.443 Punkte. Das ist Gold. Du warst 90% der Zeit an der Spitze. Und wir beide haben jeweils nur 1000 Punkte bekommen. Jetzt kehren wir zurück zum freien Fahren. Ich habe mich selber gehört, ganz kurz. Ich warte noch auf andere Spieler. Oh, jetzt kommt der Ladebildschirm. Es könnte funktionieren. Oh. Oh, Schiff. Wir haben einen Sieger. Das Schicksal hat gewählt. Alle mal zur Partymeile. Sofort für die offizielle Vorstellung. Oh, Partymeile. Oh, offizielle Vorstellung. Das ist der beste Zeitpunkt, um Schiff einfach abzuknallen. Nee, wir knallen den ja nicht ab. Wir liefern den aus. Hallo, wir haben die Waffe besorgt, Kollege. Ja, aber doch nur. Aber doch nur, weil das Amerika ist und weil sich das so gehört. Weil man sich ohne Waffe nackt fühlt. Wie kann man sich denn bitte mehr Respekt in der Gangster-Gang verschaffen, als den Anführer vor der gesamten versammelten Mannschaft einfach stumpf abzuknallen? Wie kann man denn auf eine andere Art und Weise sagen, dass man der Platzhirsch ist? Warum wollen wir jetzt die Mission Schiff noch spielen? Ich weiß ja. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oder was? Zeit haben wir noch. Was sind das jetzt eigentlich für eine Linie da? Das ist eine Fahrhinlinie. Und du kannst einfach annehmen, Fred. Das Rennen ist eingeladen. Das habe ich gemacht. Ich habe gerade angenommen. Nein, hast du nicht. Ich kann jetzt aber nichts mehr drücken. Jetzt geht's los. Nee, hier ist nichts. Doch, Ladebildschirm kommt gerade. Das war wahrscheinlich, weil du noch Polizeiverfolgung hattest, oder? Kann das sein? Ich wurde von der Polizei verfolgt und in dem Moment habe ich aber schon angenommen und dann... Ja, es ist in Ordnung. Wir machen das aber ich habe keinen Ladebildschirm. Ich fahre hier noch durch die Gegend. Wir haben eine Sequenz. Und du fährst jetzt die ganze Zeit vor der Polizei weg, Fred. Nee, ich bin entkommen. ich bin aber auch jetzt nicht mehr bei der Mission dabei. Also ich mach gleich nochmal, Och, Uplay, Ubisoft. Also, er weiß, Schiff weiß, dass wir mit dem FBI unter der Decke stecken. Boah, ich möchte mich stellen. Ich habe jetzt keinen Bock. Also brechen wir ab, damit Fred mitfahren kann? Ja. Ja, warte, hier, ich fahre zu dir hin. So, hier, ich will zu dir hinfahren. Du willst sonst... Ey, kannst du mich mal verhaften? Danke. Wurde verhaftet. Okay. So, jetzt. Ich bin bereit. Bist bereit. I start. Einladung angenommen. Annehmen. Sehr gut. Es geht das los. Sieht gut aus. Spoiler. Achso, jetzt muss ja Fred sich denn die Zwischensequenz nochmal anschauen. Nee, erstmal anschauen, zum ersten Mal. Ja, also. Wir sehen uns dann zweites Mal an. Ja, ich habe dich schon verstanden. Ich wollte aber auch mal einen auf Fred machen und es korrigieren. Wenn wir überhaupt zur Zwischensequenz kommen. Oh, ich glaube. Doch, wir können. Also, Ladebildschirm kommt schon mal. Ja, triff Schiff. Oh, diesmal haben sie aber nicht da oben gespoilert. Das ist ja interessant. Ja, stimmt. Triff Schiff, da haben sie sich lieber so einen kleinen Wortwitz ausgedacht. Ah, du bist es also, ja? Hast Eric im Osten geholfen? Ja. Cam im Süden verschwinden lassen? Ja. Hast die Cops in den Mountain States ausgetrickst? Ja. Oh yeah. Ein schlechter Lebensler. Oh ja. Danke. Ein bisschen zu gut vielleicht. Tja, Troy hat mich gerade aus dem Knast angerufen und gesagt, du steckst mit den FBI-Boys, die ihn eingebuchtet haben, unter einer Decke. Ich sag nicht, dass du ein Spitzel bist, weißt du? Aber ein Mann in meiner Position. Oh, sorry, ist das langweilig. Ja, ich will auch eigentlich, der sollte schneller reden. Ich hab Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Jeder Five-Ten in den Staaten will dein Blut. Schade, dass wir uns nie mehr sehen. Hau besser ab! Gut, jetzt dürfen wir endlich abhauen. Ich muss entkommen. Ich fahr links rum da vorne bei der
Gabelung. Sehr gut. Ah, verdammt, ich hab dich auch verfehlt. Kann ich hier weiterfahren oder ist hier eine Sackgasse? Egal, ich glaube, das ist Sackgasse. Ich hatte hier einen automatischen Turn gerade, weil ich die Kante berührt habe. Oh, ich fahre, glaube ich, falsch rum. Nee, du bist richtig. Ich war richtig, okay. Ich habe Fred gerammt. Nice. Ich beschütze Schrammo vor Fred. Ich fahre rechts rum. Und dann erstmal geradeaus. Ja, das sieht gut aus. Also auf der Minikarte ist zumindest jede Menge frei. Ja. Nur der Helikopter nervt halt, aber sonst ist alles picobello frei. Und am Ende ist gerade quasi wieder rechts. Ja. Der Helikopter muss ja sowieso nach, ich glaube, 90 Sekunden oder sowas muss der anhalten, also weg. Nachtanken. Also alle 90 Sekunden tanken die nach. Ja. Oh fuck, ich bin irgendwie hier ein bisschen von der Spur gekommen. Macht nix, alles gut. Einfach weiter geradeaus. Sobald der Helikopter weg ist, haben wir es. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, du bist gleich aus dem Radius draußen. Ja, ich bin draußen. Sehr gut. Jetzt Vollgas. Ist die ganze Zeit Vollgas. Ist ja gerade einfach durch den Bus durchgefahren. Busbau. Das würde ich ähnlich sehen. Sind wir draußen? Nitro? Ich bin wieder drin, scheiße. Der Helikopter hat auch Nitro. Alter, wie du gesprungen bist gerade. Ja, das war gar nicht mal so lustig, weil jetzt drehe ich mich hier unten. Aber ich lebe. Ja, ich lebe noch. Vorne gibt es eine Straßensperre direkt vor uns. Ich habe die Öffnung. Sehr gut. Und ich würde sagen, fahr mal rechts rum. Ich versuche dir den Rücken frei zu halten, aber irgendwie ist da gerade gar keiner. Also nur der Helikopter. Ja. Sobald der weg ist, ist alles gut. Oh, was mache ich denn? Ja, einfach weiter geradeaus, vorne dann rechts rum. Ja. Ey! Oh, das war ein bisschen doll. Verbindungsproblem. Oh. Warte auf Spieler Fred Vorlaut. Sitzung verloren gegangen. Kehre zum freien Fahren zurück. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann brechen wir die Mission wohl ab, wa? Och, wieso? Also in 9 Sekunden bin ich raus. 5, 4, oh Mann! Wir sind wieder drin. Abbruch, ne? Ja, dann brechen wir nochmal ab. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das mal geklappt hätte, aber nein, es ist halt nur Ubisoft. Oh, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Fred musste mal wieder einfach das Rennen quitten. Ich habe nichts gemacht, ich war gerade dabei, Leute zu rammen. Dann sind die verschwunden und ich bin rausgeflogen. Du bist rausgeflogen, weil du dich gekickt hast oder dich gerammt hast. Du wurdest rausgevotet. Genau, ich will, dass Fred die Insel verlässt. Ja, das war ein Kickvote. Das Misstrauensvotum. So, jetzt überspringen wir aber auch diese blöde Zwischensequenz. Ja, ich kann natürlich die nämlich echt nicht mehr hören, dieses... Was meinst du denn gegen Chef? Ich weiß auch nicht. Mein Schatz. Es ist so lächerlich. Ist das die Partymeile? Hallo? Oh, wir müssen Fred beschützen. Wo ist Fred? Cool, hier, das bin ich. Fred, da vorne kommt eine Sackgasse. Ja, bieg vorher ab. Rechts oder links ist egal. Ich fahre hier Hauptsache links. Abbiegen. Sehr gut. Bei mir poppen hier gerade Verfolger auf. Und zwei davon haben kein Leben. Deine Mutter hat kein Leben. Hashtag no life. No life for Mama. Tja, wie fährst du am besten? Ich würde sagen rechts rum. Ich würde sagen, also, fährt einfach geradeaus. Nicht hier weiter auf den Pier, das ist doof. Auf den Pier ist blöd. Ich habe mich auch gerade schon gewundert. Aber ich bin hier fast entkommen. Hallo? Ja, aber die kommen ja natürlich... Oh, sorry. Kein Problem. Die kommen dann natürlich hier wieder angezwiebelt, die Jungs. Ich fahr mal hier lang und dann fahr ich links. Verbindungsproblem. Warte auf Spieler Fred Vorlaut. Ich bin mir sicher, das liegt nicht an Fred. Ja, aber was ist denn mit mir? Ich habe doch nichts anders gemacht als sonst und ich habe keine schlechte Verbindung, sonst würdet ihr mich im Teamspeak nur blechern hören.
Oh, das ist doch seltsam. Oh. So. Ach, Mann. Wollen wir gerade die Folge an dieser Stelle beenden? Wie viel Zeit haben wir denn noch eigentlich? Ja, wir haben jetzt die 20 Minuten gerade voll. Okay, das heißt, wir sehen, wie wir Schiff erschießen in der nächsten Folge. Bestimmt. Genau. Und bis dahin sagen wir, bis dann. Genau. Und bitte kauft euch das Spiel, damit Ubisoft endlich wieder Geld bekommt, damit sie vielleicht mal wieder ein funktionierendes Spiel programmieren können. Tschüss. Tschüss.